Täter von Stufe 14 auf Stufe 15 zu kommen, müssen wir in der Scandium-Mine von Golem Island 8 Gegner im Nahkampf töten. In No Man's Land auf Golem Island 8 Gegner mit einem Raketenwerfer. Wer denkt sich diese Herausforderungen aus? Bitte, was hat das denn mit einem Sanitäter zu tun? Naja, und 2x3 Gegner mit C4 schnell hintereinander. Ja, also schnell 3 Gegner mit C4. Wer denkt sich das denn aus? Das wird doch viel mehr zum Ingenieur passen als zum was macht das beim Feldsanitäter? Die ganze Rumsprengerei. Mein Gott, also irgendwie die... Es scheint mir, als wäre da einfach irgendwas... Fliege ich in die richtige Richtung? Hier ist No Man's Land. Okay, eigentlich wollte ich zur Scandium-Mine, aber gut, dann gehen wir halt zuerst zu No Man's Land. Da brauchen wir den Raketenwerfer. Den habe ich schon ausgerüstet, okay. Ja, also... Ganz ehrlich, also das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit, diese Herausforderung. Ich meine, die müssen doch irgendeinen Klassenbezug haben. Und nicht irgendwie nur... Keine Ahnung, da so sprengen 500 Gegner in die Luft oder so. Keine Ahnung, was... Was hat das denn mit einem Feldsani zu tun? Das weiß ich natürlich nicht. Vorne ist eine Kiste, die sehe ich schon so. Ich erinnere mich hier an dieses Gebiet. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren da viele... Also waren die Gegner relativ weit auseinander. Und ohne Fadenkreuz, ja, das wird lustig. Das wird lustig. Raketenwerfer ohne Fadenkreuz. Aber immerhin müssen wir die nicht alle töten, ohne selbst zu sterben. Wir dürfen durchaus zwischendrin sterben. Das macht das Ganze etwas einfacher. War da nicht noch eine Kiste? Gerade? Nee. Ah, guck mal, wie klar die Sicht auf einmal ist. Hä? Da oben sind die ganzen Wachen, okay. Falsche Richtung. Das ist echt dumm. Ich hätte eine Idee. Und zwar Ablenkungsköder. Ja, hier siehst du die Hand vor Augen nicht, ne? Aber die Gegner sehen dich. Du musst aufpassen. So, ich werfe es einfach mal dahin, das Ding. So. Hat es jemand bemerkt? Oder nicht? Er hat es bemerkt. Er scheinbar nicht. Na gut, die Explosion werden sie bemerken, denke ich. Die dann kommt. Das sieht schon cool aus, so optisch, ne? Aber... Oh wei. Ist ja nichts. Absolut gar nichts. Das war einer. Das Ding ist, die wissen jetzt genau, wo ich bin. Ich habe keinen wirklichen Rückzugsort. Kontakt, Kontakt! Nee, macht mich mal nicht fertig, bitte. Oh toll, die umzingeln mich gerade. Sollte ich vielleicht versuchen, den Rückzug anzutreten? Da oben drauf nochmal, aber da komme ich von hier aus nicht hoch, ne? Oder? Ne, da ist ein Gitter davor. Komme ich da durch? Ja! Hehe. Da komme ich ja doch hoch. Da ist aber auch ein Gitter davor, scheiße. Hätte ich zumindest einen Ort, wo kein Gegner hinkommt. Komme ich jetzt nicht mehr hier weg, oder was? Ich komme nicht mehr heraus. Ey, komm, das ist Bullshit. Ei, ei, Alter.
Lustigerweise kann ich so ziemlich weit sehen. Geh ich raus? Zack. Sicht weg. Ach, Mann, die Engine ist einfach... Oh, 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 oh. Nicht weglaufen! Bam, es waren zwei. Alter, kommt da auch eine kleine Drohne, die mitmischen will? Oh, oh. Kontakt! Kontakt! Ich hab hier Feinde! In Ordnung! Mach sie nieder! Deck mich! Ich lade nach! So, jetzt kommt die Drohne. Die allerdings jetzt, glaube ich, zwei Schüsse braucht. Wie viel habe ich denn noch? Drei. Toll, die hat sich selbst gesprengt, weil sie auf dem Dach gelandet ist. So, dann verarzten. Muss ich gar nicht. Braucht nur eine Spritze. Nice. Okay, wie viele haben wir denn? Die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Also ich werde für diese. Oh oh. Nee. Hä? Warum brauche ich zwei Spritzen? Achso, weil ich die roten Spritzen ausgerüstet habe, anstatt die. Oh oh. Anstatt die grünen. Ach. Ja, je, ihr Leute. Ich habe nur noch zwei Schuss mit dem Raketenwerfer. Hey, ich werfe einfach noch mal so ein Ding da hinten hin. Guck, ob das was bringt. Ich würde ja fast behaupten, das nicht. So, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Das ist gleichzeitig gut und schlecht. Da vorne... Ich sehe die halt kaum. So sehe ich ihn tatsächlich besser. Engelchen, Engelchen, flieg. Ein Schuss habe ich noch, aber brauche noch zwei Gegner. Deshalb werde ich jetzt hier tatsächlich außerhalb des Biwaks auch craften. Wenn ich Pech habe. Ja, ich habe Pech. Ich habe keine Granaten. Das heißt, ich kann jetzt nichts anderes mehr craften. Hm. Dann müsste ich eigentlich nach Erevon zurück. Und mir dann bei Maria welche kaufen. Da kommen zwei. Bleib mal stehen kurz. Ach Mann. Zu hoch. Tja, oder ich gehe noch mal hier ins Biwak. Also ich lasse mich jetzt. Moment, ich kill mich. Ich kill mich einfach. Da müsste ich ja zumindest einen Schuss noch mal machen. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht mehr die Leertaste drücken. Es geht wieder nicht, Mann. Ja, aber vielleicht habe ich auch mehrere Schuss dann noch. Aber ich glaube, ich habe nur einen. Wenn nicht, würde ich dann jetzt hierfür den Shop im Biwak aktivieren, damit ich jetzt nicht nach Erebor zurück und dann nochmal dahin muss, um mir neue Raketenwerfer zu kaufen. Wie viel habe ich? Oh, ich habe nochmal 6. Na dann, okay. Muss ich ja gar nichts machen dann. Nice. Das ist ja schön. Muss ich nichts aktivieren. In der Richtung. So, dann machen wir das nochmal genau wie eben hier vorne. Brauchen wir nur noch zwei. So, dann werfen wir einfach nochmal hier. Oh, zack. Hm. Ja, ja, geht besser mal nachschauen. Mach das mal. Bisher sehe ich hier rein gar nichts, Mann. Ja, das ist nachzuvollziehen, nachvollziehbar. Oh, sind sogar drei da. Geht aber nur einer dahin. Och, jetzt klettert doch nicht darüber, Mann. Oh oh. Das hier läuft nicht nach Plan.
dabei. Einfach gar nichts. Weißt du was, komm. Oh, toll, jetzt haut der andere ab. Das war einer. Und das ist der zweite. So. Da haben wir die 8 mit dem Raketenwerfer auf No Man's Island. Nein, No Man's Land. Gut. Was für eine dumme Herausforderung. Ganz ehrlich. So, als nächstes bräuchten wir dann die 8 Gegner in der Scandium-Mine im Nahkampf. Bin ich weit genug weg, dass ich mich nochmal porten kann? Nein. Könnten mich jetzt natürlich direkt nochmal töten lassen. Oder verbrennen lassen, komm. Ui, ui. Brutzler von Wiesenhof. Hallo? Ich rolle mich überladen. Ich kann mich nicht rollen. Lalala. Also wie lange braucht man denn da, um zu sterben? Hallo, ich will mich hier umbringen lassen, aber es geht nicht. Kann ich nicht durch Feuer sterben? Aber durch die Lava bestimmt, oder? Ich meine, das hier ist ja mehr so Lavagestein. Da geht doch. Meine Güte, das hat aber gedauert hier. So. Und dann gehen wir nochmal zu dem Biwak, an dem wir die Folge gestartet haben, und in die andere Richtung. Denn da ist dann die Scandium-Mine, zu der wir müssen. So, C4 habe ich. Theoretisch genug. So, da unten ist der falsche Ort. Und da vorne gibt es irgendwie noch was. Habe ich da vorne das Biwak schon? Ja. Ja. Da ist irgendwie ein... Wird doch hier auf der Karte angezeigt. Hier, Spuren antiker Ruinen. Ein bisschen verschüttet. Soll das sein? Ich will nicht den Ascheberg runterrutschen und gegen eine unsichtbare, lauter unsichtbare Wände hier. Der Wahnsinn. Ist das hier? Nein. Ich bin eigentlich direkt da. Sind wohl verschüttet. Spuren antiker Ruinen. Wir gehen natürlich sofort zur Scandium-Mine, aber... Da drin? Ich will das jetzt wissen. Da ist nichts. Drohne, was sagst du? Da, das ist im Berg. Unterirdisch. Okay, da kommt man... Ich würde vermuten... Ach, guck mal, da unten ist ein Eingang. Ich wollte gerade schon sagen, ich würde vermuten, dass man da nur per Rating kommt. Aber da unten ist ein Höhleneingang, der auffällig grün ist. Hätte mir eigentlich auffallen müssen. Vor allem, weil da auch eine Karre steht. Einfach so. Warum ist es hier grün? Das ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Aber gut. So. Ich hätte so gerne eine Taschenlampe hier. Lava. Seltsamer Lichtfleck. So sieht eine Opferstätte. Ich würde jetzt zu gern da unten rein, ne? Kennt ihr das? Call of the Void? Wenn ihr irgendwo steht und ihr wisst genau, es ist gefährlich, da runter zu springen oder tödlich. Und ihr tut es trotzdem. Also nicht ihr tut es trotzdem, sondern ihr wollt es trotzdem. Ich musste das jetzt tun, es ging nicht anders. Ich meine, im Spiel kann man das machen, ne? Also in Wirklichkeit, wenn man so auf dem Eiffelturm steht und denkt so, ja, ich will jetzt da runterspringen und unten zerplatzen, wäre voll lustig. Dann sollte man dem Drang vielleicht nicht unbedingt nachgehen.
So, aber back to business. Das da vorne ist die Skandiummine, ganz genau. Danke. Man muss es einfach lieben, oder? Always on Spiele. Die bei einer kurzzeitig verloren gegangenen Internetverbindung direkt, die ich direkt komplett aus dem Spiel werfen, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. So, jetzt sind wir immerhin wieder am Biwak. Kann ich wieder von hier aus eventuell einen Base-Jump darunter zur Mine machen. Allerdings ist die Uhrzeit jetzt später. Es ist irgendwie Nacht oder fast Nacht. Das hier ist Norden, Süden, Westen. Ja, Westen geht die Sonne unter, das heißt, es ist Abend. So, mit C4. Das ist doch sinnlos. Ah. Gut, aber ich versuche mich jetzt nicht mehr über die... Oh komm, den mache ich so weg. Ich versuche mich nicht mehr über die Herausforderungen zu ärgern, die unlogischen. Es bringt ja... Warum ist da Gras? Ich meine, ja, Vulkanboden ist sehr nährstoffreich. Alarm! Alarm! Wer kennt's nicht? Scheiße, wie mache ich das jetzt? Was? Ich lege ja überall C4 hin. Überall. Und dann werfe ich dann Köder hin. Guck mal, was passiert. Jemand gucken geht. Niemanden interessiert's. Spreng ich mich halt selbst und versuch's nochmal. Das müssen wir auch noch, ich glaube, zweimal machen, gell? Ich noch mal nachschauen. Ja, müssen wir zweimal machen. Ach nee, gar nicht. Ah. Ich heile. Hier müssen wir nur Gegner im Nahkampf töten. Ach, easy. Naja, easy ist relativ, ne? Wobei... Wir dürfen zwischendrin sterben. Hier herrscht tote Stille, Leute. Verstanden, hier auch. Kein Kontakt hier. Ja, hier drüben ist auch nichts. Ach komm. Ah, machen wir das wie in der... Oh shit. Den kann ich leider nicht im Nahkampf nehmen. Tja, das war... Zählt das hinten auch noch zur Mine? Ich bin gar nicht in der Mine, oder? Zählt das zur Mine? Doch, es zählt zur Mine. Gott sei Dank. Eieiei. Hätt's mich geärgert. Ich mach das jetzt wie in meinem
Echelon-Video. Ich hab... Und renn einfach darum und nehmen die Gegner, die da rumlaufen. Oben ist keiner mehr drin, hoffe ich. Ist das da vorne ein Gegner oder? Nein. Gabelstapler oder irgendwas. Generator. Sieht schon cool aus, so, ne? So, da oben ist kein Gegner drin, ne? Ich will nur sicher gehen. Ja. Gut. Haben wir hier eine Kiste vielleicht noch? Ja. Dann nehmen wir die noch mit. Damit es sich wenigstens ein bisschen gelohnt hat hier. So, aufpassen, dass ich nicht zu viel renne. So. Haben wir das. Dann gehen wir mal zur richtigen Skandiumine. Zum Hauptkomplex. Die Sniper würde ich aber tatsächlich lieber wegnehmen direkt. Beziehungsweise Raketenschützen sind es ja hier. Oder? Ach komm, was soll's. Oh, Schluck auf. Was soll das? Wo gibt's denn sowas? Der sieht mich gleich. Dann machen wir das anders mit ihm. Guten Tag, der Herr. So, das waren drei Gegner. So. Das waren die Overwatch-Gegner. So eine blöde Witterung gerade, ne? So eine blöde Tageszeit. Ich fast nicht, ob ich nicht weiß. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, meinst du? Umgebung durchkehren. Ja, mach mal. Mist. Oh, shit. Das war schlecht. Jetzt bin ich tot. Pretty much dead. Ist aber nicht schlimm. Ich kann wieder mal nicht die Leertaste drücken, um es einfach zu überspringen. Das ist dann dezent nervig. Es bringt mir jetzt halt auch nichts, mich selbst zu heilen, weil ich schon eh verwundet bin, mich heilen muss und dann, also verbinden muss. Und dann werde ich eh direkt wieder gekillt. Von daher können wir uns die Zeit auch sparen. Der war tatsächlich ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Was ist denn da? War ein Auto. Turm ist leer. Das war der Heavy. Komm, machen wir nochmal hier. Den hier. Keine Gegner da? Das ist doch eine Lüge. Siehst du? Wusste ich doch, dass das eine Lüge ist. Verdammt! Bereit? Ich bin los! Was? Das hat den nicht gelückt. Na gut, er hat nicht hingeguckt, ne? Noch drei. Bin ein bisschen verletzt, aber nicht verwundet. So. Irgendwas eingesteckt. Kann ja eigentlich... Ja, genau. Da war wohl noch eine. Naja, wir haben es gleich geschafft. Na, wir haben es gleich geschafft. Und dann fehlt nur noch nervige C4-Kills. So, jetzt ist richtig Nacht. Scharfschütze ist wieder da.
Was sind die anderen Wachen? Der eine ist da unten. Das ist klar. Irgendwo da stand der, ne? Hä? Da. Aber hier ist nichts mehr. Von Wachen. Was will die Drohne denn hier immer scannen? Da ist einer. So, wir brauchen noch zwei. Nein, drei brauchen wir noch, verdammt. Auch ein Schwergewicht. Toll, lauter Gegner, die ich nicht im Nahkampf nehmen kann. So, komm, was soll's. Sorgen wir halt nur dafür, dass ich nicht entdeckt werde. So, Ende Gelände. Guten Tag, meine Damen. Wo ist der andere hin? Der ist weg. Irgendwo in Deckung. Schubidu. Bidu, bidu. Da läuft er. Bisschen Angst gemacht. So, als wäre es Absicht gewesen. Ja, ja, du empfiehlst. Empfiehlst Untersuchung der Umgebung. Dann empfehl du mal. Weiter gucken die. Oh! Das sind zwei. Ja, genau, rutsch runter. Warum auch nicht? Guten Tag. Was? So, der andere da unten guckt immer noch in die andere Richtung. Dann ist das mein nächster. Scheiße. Jo, will ich auch so sehen. Wie langsam kann man sowas machen? Ich meine, die hatten echte Operator da, ne? Ubisoft hatte für Breakpoint einen Green Beret Berater, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, ja, wenn man die Zeit hat, macht man das langsam, aber man liegt doch nicht 5 Stunden hinter dem Gegner und während der einen schon entdeckt hat. Er sagt schon Scheiße und dann steht er halt noch 5 Stunden da und lässt sich gemütlich abschlachten. So, ich brauche noch einen. Einen brauchen wir noch. Einen einzigen. Ich weiß nicht, wo er ist. Da hinten sind ein paar. Ach, guck mal, da ist auch einer. Gut, dann nehmen wir halt den. Wir nehmen, was wir kriegen können. So, damit hätten wir diese Herausforderung auch geschafft. Und jetzt noch 2x3 Gegner in der... Oh, was gibt's denn hier? Feines? Chestrick Eagle Industries? Das Ganze da oben, da vorne. Och nee, ich will mich da jetzt ehrlich gesagt nicht durchkämpfen. Hab ich jetzt keine Lust nach einer halben Stunde Aufnahme für 2 Herausforderungen. Dann 3 Gegner in der Prototyp-Werkstatt. Wo ist die denn noch gleich? Ich hab vor der Aufnahme extra geguckt. Ach stimmt, das ist bestimmt hier oben das. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch nicht aufgedeckt habe hier. Gehen wir nochmal hier zum Lavaduck-Biwak. Rasten mal kurz, stellen die Zeit wieder auf Tag und dann ja, bauen nochmal ein paar Blendgranaten, wenn möglich. Beziehungsweise wenn nötig. So, und ja, stellen wieder auf Tag um. Macht hier vor dem Vulkan halt irgendwie nicht so wirklich viel Unterschied, ne? So, das Ding ist da vorne, genau. Wie kommen wir da hin? Ist das ein E? Ja, ist ein E. Die sind halt brutal schnell und lenken sich wie ein LKW.
Können wir mit der auf der Straße dahin? Ja, wäre auch besser, ne? Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, yeah. Oh Gott. Ja, bei dem Fahrzeug ist die Animation, bei dem Motorrad ist die Animation wenigstens einigermaßen smooth. Nur bei diesem ganz schnellen E-Bike, diesem Shark irgendwie, oder weiß nicht mehr wie es heißt, ist die Animation ja so hakelig wie am Anfang, wie bei Release von Breakpoint. Guten Tag, die Damen. So, noch einer. Entschuldigung. Hab ich sie vergessen, das tut mir aber leid. Na toll. Oh toll. Macht jetzt keine Gefangenen! Ah, das war's. Wenn die Munition in so einem Moment ausgeht, ist das schlecht. Ah. Was muss denn da jetzt auch noch ein Fahrzeug vor der anderen? Aus der anderen Richtung kommen. Mann, Mann, Mann. Das war in Wildlands echt viel besser gelöst. Denn hier ist es echt immer gescriptet, ne? Also, 90% der Fälle. Wo bin ich denn jetzt? Ja, setz mich noch weiter weg ab. Mann, Mann, Mann. In Wildlands war das Ganze viel natürlicher. Hier auf Gollum, da ist ja immer... Irgendwie an bestimmten Punkten kommt halt ein, an bestimmten Punkten gibt's halt, da kommen halt Fahrzeuge und dann kommen auch zwei direkt. Na toll. Ja, mach den Fallschirm noch langsamer. Na toll. Und bin wieder tot. Na toll. Einer hat's überlebt. Und da kommt das zweite Fahrzeug. Ich bin schon tot, ihr könnt weiterfahren. Toll, dann brauche ich mich auch nicht wieder. Oh Mann, Mann, wie ärgerlich, wie nervig. Arr. Gut, jetzt wissen wir immerhin, dass dort an diesem Punkt auch geskriptet immer zwei Fahrzeuge kommen. Wie auch an der Satellitenschüssel. Nein, war nicht die Satellitenschüssel, war irgendein anderes Ding. Ihr wisst schon da, wo der Boden gelb ist. Da drüben. Oder? Chemiewerk, da kommen auch immer zwei. So, dann jetzt nochmal. Dann sind wir ja, wenn wir das geschafft haben, schon 15. Fehlen nur noch 5. Was ist das denn? Achso, Lava. So, dann warten wir mal, bis die Autos vorbei sind. Auch wenn ich mir echt gern eins geschnappt hätte. Ich muss nur das blöde Ding aufdecken. Mann, Mann, Mann. So. Wo kommt das zweite? Aus welcher Richtung? Da. Du willst mich platt machen? Mach das Arschloch fertig! Warum zur Hölle sind die beiden, die schon tot waren, oder die drei, die schon tot waren, jetzt noch aus dem Fahrzeug rausgeflogen? Nee, oh Gott, um Gottes Willen, nicht dahin. Erst mit Fallschirm da in der heißen Lava landen und dann direkt sterben. Warum wurden die aus dem Fahrzeug geschleudert? Das ergibt halt einfach so keinen Sinn. Aber was soll's, wir haben ein Auto. Und wir müssen nur geradeaus fahren. Also nur der Straße folgen. Und wenn es dann das übernächste Mal geht, rechts abbiegen. Also nicht hier, sondern das nächste Mal. Dass es hier echt noch einen Ort gibt, den ich nicht aufgedeckt habe. Naja, immerhin einen erwischt. So, hier müssen wir rechts ab. So, kann ich da irgendwo in Deckung? Ich
weiß ja gar nicht, was hier ist, wie es hier aussieht, ne? Bin ich hier überhaupt richtig? Prototyp-Werkstatt. Das ist schon mal gut. Was gibt's hier? Nur Scale-Credits und Wolfshandschuhe. Okay. So, dann schauen wir mal, wie sieht's denn hier gegnermäßig aus? Wir müssen 2x3 Stück töten, also... Ist da einer drin, vielleicht? Nein. Unten drunter? Auch nicht. Oben drauf? Auch nicht. Okay, hier sind 2. Und eine Kiste. Und schwebende Spritzen und noch mehr Spritzen. So wie es aussieht. Sind das 2 oder ist das? Ja, es sind nur 2 hier, ne? Okay. Das ist doof. So, wir haben hier 2. Da haben wir einen, der da rumpatrouilliert. Es wird hart. Sagen wir mal so. Ich müsste eigentlich hier alles verminen. Also mit C4 und da. So, der ist jetzt da drin. Er läuft da vorbei und der steht da hinten in der Mitte. Die Frage ist, ist das immer so? Dass er da vorne steht, er da hinten und wenn er da steht. Was ich glaube, ich nutze dafür tatsächlich das MK2 C4, weil das einen größeren. Huch, nein, ich wollte nicht das Tutorial. Ja, weil das den größeren Radius hat. So, ich bin unten. Ich muss aber hoch. So, wo ist der zweite denn jetzt? Steht da unten drunter und kommt wieder raus. Ich glaube, ich mache zuerst da oben den das C4 hin. Ich Pech habe, kommt der gerade jetzt zurück. Eins hier hin, eins da drüben hin, nur zur Sicherheit. So. Oh Gott, entdeck mich nicht bitte, danke. Dann muss ich eins da hin, ungefähr wo er jetzt steht, ein bisschen hinten dran. Und eins noch weiter hinten dran setzen. Und da kann ich dann gerade mal schauen. Die immer so stehen. Weil der steht ja eh immer noch da hinten. Kann ich den so markieren? Nee, schade. Ohne Kameraden kann ich ihn nicht markieren. Tja. Keine Aktivität, hier auch nicht. Nee, die stehen scheinbar immer anders. Hm. Oder? Also wenn ich hier den Bereich hier vermine, mit einem C4 hier ungefähr und einem ungefähr da, wo er jetzt steht, oder eins hier und eins da, hier und da würde ich sagen, dann würde das klappen. Allerdings muss ich das auch erstmal schaffen. Und ich muss es auch noch 2-mal tun. Ich traue mich nicht, die abzulenken, weil sie dann die Patrouille eventuell ändern. So.
hoffe, der merkt das nicht, wenn ich jetzt hier ein C4 hinschmeiße. Ah, es war nicht dahin, wo ich es hin wollte, aber... Kein Kontakt hier. Hier auch, kein Mox. So, der steht jetzt da. Jetzt muss der aber weggehen. Was? Warum? Scheiße, Mann. Warum hat der mich denn da gesehen? Ich meine, klar, realistisch ist es, ne? Aber ich saß doch hier so, ne? Naja, gut. Ich meine, wie gesagt, realistisch ist es, aber ich meine, man sitzt ja auch hier irgendwie, keine Ahnung, komisch. Hier so sitzt man ja hinter der Deckung und die Gegner, die vorne dran stehen, sehen einen trotzdem nicht. Na gut, dann kann ich mein C4 ja auch wieder einsammeln. Lass mich raten, die komplette Basis ist alarmiert. Natürlich. Oh, leck mich doch am... Oh. Ist das nervig? Ist das nervig? So, entweder ist heute das Internet instabil oder die Server von Breakpoint. Eins von beidem oder beides. Und jetzt ist wieder Nacht natürlich. Und hier hinten gibt es wahrscheinlich keinen Biwak, so wie ich mein Glück kenne. Fliegt man mit der Drohne da hinten rum. Ob es da vielleicht irgendwie einen Biwak gibt oder so. Ist das ein Biwak? Nee, es ist nur ein Raketen-Dingsbums-Punkt. Was ist das denn? Ah, ein abgeschützter Heli, okay. Nun, okay. Habe ich wenigstens mein C... Haben die mir mein... Ich wollte gerade das C4 nochmal einsammeln, ne? Haben die mir mein schönes, teures... MK2 C4 gemopst. Ah, durch diesen blöden Disconnect. Aber das hier ist tatsächlich eine bessere Position. So, aber ich würde es tatsächlich nochmal machen. Hier ist immer noch... Es sind hier zwei und da einer, oder wie? Das wäre super dumm. Was ist tatsächlich so? Okay. Bleibt der immer da und der immer da? Das wäre saudum. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ich gehe schon mal da runter. No, oh mein Gott. So. Schwebende Items. So, da würde ich dann... Oh, wollte gerade rausgehen. Verstanden. Ihr auch. Ja, der spaziert jetzt hier überall rum, ne? Oh Gott, nee! Oh, das gibt's doch nicht. Komm, da hole ich mir erst die Kiste. Und dann... Und Alarm. Schaue ich mir mal so ungefähr an, wie es hier so... Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da schaue ich mir mal noch an, wie es hier ansonsten so in der Basis aussieht. Aber da hat mir der Sniper... einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. So, nochmal. Und wieder erneut aufklären. Was haben wir hier? Ganz da hinten einen. Hier vorne keinen.
Und hier haben wir auch nur einen. Ah, das ist ja sehr toll. Ah nein, da sind jetzt... Ach, das ist doch doof. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter in die Basis rein. Ich meine, ich muss die ja nicht gleichzeitig töten, sondern nur schnell hintereinander. Aber wie willst du das mit C4 sonst schnell hintereinander machen? Schnell hintereinander in Breakpoints sind ja meist so, keine Ahnung, 3 bis 5 Sekunden vielleicht. Auch wobei 10 ist schon wieder zu lang. Ne? So, er kommt hierher und der andere spaziert da hinten rum. Wenn man gut wäre, könnte man sich dahin schleichen. Ist allerdings ein großes Wenn. Nichts zu berechnen. Ja, ich springe jetzt darunter. Wie eben. Nur vielleicht diesmal ohne entdeckt zu werden. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig jetzt geworden, ne? Weil mir diese Herausforderung keinen Spaß macht. Beweg dich weg. Beweg dich weg. Vielen Dank. So, ich schmeiß mir das C4 dahin und dann bin ich fertig. Jetzt muss ich nur selbst nochmal hier wegkommen. Cool. Das ist cool. Als Kind hätte ich das geliebt, mich hier unten drunter häuslich einzurichten. Jetzt müssen wir nur wieder hochkommen hier. So. Wo laufen die jetzt lang? Die laufen nur da hinten lang. Nur da hinten rum. Dreh dich um. Hier ist alles sauber. Verstanden. Hier auch. Das ist meine Gelegenheit. Nichts zu berichten. So. Roger, verstanden. Hier auch. Ich hoffe, die können nicht durch die Lücke da gucken. Wie er genau in meine Richtung guckt, ne? Ah, dann warten wir mal. Ich würde ein C4 gerne dahin legen, wo er gerade stand. Also ein bisschen weiter vorn dran natürlich. Gut, wir haben noch 3 C4. Von der MK2 Variante. Ja. Dreht der sich da hinten um oder was macht der da hinten? Läuft halt durch. Und er dreht sich da wieder um. Oh, wie ätzend. Dreh dich um, lauf da hinten lang. Du da. Da hinten lang sollst du laufen. Da! Mein Gott, wie nervig. Nein. Genau, geh mal gucken. Gebiet sollte durchkämmt werden. Sehe ich genauso. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das C4 so rollt? Das berühmtes Roll-C4. So. Hier ist nichts. Suchen weiter. So. Jetzt habe ich den natürlich abgelenkt. Aber. Oh, das ist auch. Huch, da war er an die Scale-Credits. So, ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass. Wenn hier vorne ist im Grunde hier bis darüber alles, außer hier vorne, das kleine Stückchen, was nicht vermint ist. Da muss ich vor allem aufpassen, dass er hier im mittleren Bereich ist, weil der Radius geht nur so ungefähr. Und da hinten, wo die laufen, ist halt nicht vermint jetzt gerade. Muss ich auch aufpassen. Kann man C4 eigentlich von der Drohne aus zünden? Wäre cool, wenn ja, aber ich würde es bezweifeln.
Und ausprobieren werde ich's. Geht nicht. So, das war einmal. So, dann müssen wir uns mal wieder ein neues C4 craften. Das kann ich aber auch nur noch einmal machen. Naja, einmal plus eins. Weil ich nicht genug... Was ist das? Schwefel? Oder so hab? Au, au, nicht mich töten, bitte. Nicht mich töten, bitte. Ich möchte gerne die Skellcredits noch einsammeln, bevor ihr mich tötet. Dankeschön. Da kommt eine kleine Pupsdrohne. Guten Tag, kleine Pupsdrohne. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, komm da hin. Komm da hinten Drohnen. Sind das drei Drohnen da hinten? Ja komm, ihr dürft mich töten. Ah, ihr habt jetzt die Erlaubnis. Vier Drohnen. Alter Schwede. Also drei da vorne und noch eine ganz da hinten. Aber ich habe gerade jetzt dadurch gesehen, dass es da Drohnenträger gibt. Und ein Drohnenträger C4 killen müsste als drei Kills zählen. Weil der Träger selbst und die beiden Drohnen auf seinem Rücken. Wenn, dafür müsste ich halt wissen, wo er ist. Ne? Dafür müsste ich den halt sehen. Erstmal. Ich guck mal, ob ich was sehen kann, wo der Drohnenträger ist. Läuft der zufällig jetzt hier unten rum? Das wäre ja sehr cool. Nö, natürlich nur die Wolves. Und da ist der andere und da ist der dritte. Da ist auch noch einer. Da ist ebenfalls einer. Da ist ein normaler Sentinel. Noch einer. Was machen die ganzen Sentinels hier? Ein Mörser auf dem Dach, wo man nicht rankommt? Oder gibt es da eine Leiter? Hm. Also man kommt nicht ran, okay. Was ist das denn? Ist das ein Drohne? Oder ist das Kabel? War es ein Kabel? Ich dachte schon, das wären so Reifenspuren. Was ist das? Das ist cool. Ist das adaptive Tarnung? Die gerade aufgeladen wird oder so? Na gut, also ich habe jetzt auf Anhieb keinen Drohnenträger gesehen. Also würde ich das einfach nochmal so machen wie eben. Oder nochmal so versuchen wie eben. Oh shit. Schlechter Punkt. Schlechter Landepunkt. So, C4 hier. Hä, warum kann ich nicht werfen? Er lässt mich jetzt. Was war das? Nicht schaden, eine Suche einzuleiten. Was war das? Ja, such mal. Keine Bedrohung identifiziert. Ein weiterer Suchbereich. Jo, mach mal. Mach du mal. Ich bin da mal weg. So, dann machen wir das eben zweimal genau gleich. Warum auch nicht? Oh, der bleibt nur, wenn der jetzt immer hier stehen bleibt, wäre das gleichzeitig gut und schlecht. Oh, der, okay, der bleibt da. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall zwei C4. Eins hinten, eins in der Mitte. Schade,
Schlecht ist es, weil es... Das macht das Vorbeischleichen schwieriger. Oh. Oh, was war das? Empfehle Auskundschaften der Umgebung. So, und einmal da. So. Kein Kontakt. Suche weiter. Genau, mach das. Kein Kontakt. Suche weiter. Ist jetzt ein Problem. Eigentlich muss ich... Ich muss mal gucken, wo der andere rumläuft. Da unten der, ob der wieder seine... Okay, der läuft wieder normal rum. Alles klar. Ich müsste ihn jetzt eigentlich in die andere Richtung schicken. Ah, geh doch um die scheiß Ecke, Mann. Kein Kontakt hier. Ihr auch, kein Mox. Gut, so. Was? Was? Hä? Hast du was gehört? Hast du was gehört? Nee, ne? Kein Kontakt. Suche weiter. Genau. Such du weiter. Kein Kontakt. Suche weiter. Such noch ein bisschen weiter da hinten. Kein Kontakt. Das heißt, suche weiter. Ah, der steht jetzt da. Einfach nur einen Hechtsprung machen. So. Jetzt muss ich mit den restlichen beiden C4 hier vorne verminen. Zuerst mal muss der Typ aber weg. Genau. Geh du mal spazieren. Da hinten hin vielleicht. Hm. Was kann das gewesen sein? Gebiet sollte durchkämmt werden. Jetzt kommt der andere natürlich gerade zurück. Das ist doof. Wirf! Ach, ich hab keins mehr. Verdammt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt halt. Hier ist nichts. Suchen weiter. Genau. So, der andere. So, auf ihn muss ich aufpassen. Und auf ihn. Ich meine, er ist safe, tot, egal wo er steht. So, er steht noch da unten drunter. Die Radardrohne, die genau weiß, wo der Gegner ist, obwohl man ihn nicht sehen kann. Er wäre jetzt safe, ne? Also der wäre im Radius. Und bei ihm bin ich mir nicht sicher. Der ist gerade außerhalb, glaube ich, ne? Das ist mir zu risikobehaftet, den jetzt zu sprengen. Ah, jetzt kommt er. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie es mit dem anderen aussieht. Sehr gut. Und da haben wir es. Nice. Und damit sind wir auf Level 15. Sehr nice. Haha. Geht doch. Nice.